Wie wär's, wenn du mit hier unserer Top-Regisseurin Norum Manze probst, Lawrence macht nochmal eine Komödie mit unserem Komödienregisseur Regisseur Brand. Lindsay, dich haben wir geholt. Du übst gerade Romanze, oder? Nein, wieso? Du übst Romanze. Ah ja. Wir haben aber leider nur ein Set, an dem wir Romanzen üben können. Was ist mit dir? Was gibt's hier? Komödie? Auch nicht verkehrt. Komödien gehen immer. Genauso wie bei Dean. Lass sie besser werden. John Joe, Simon und Adam. Es sind Adam und Simon nicht irgendwie dicke? Ja, ne? Und die wollen an einen besseren Ort. Deswegen ab an die Bar mit euch. Du warst das, genau. Währenddessen gehst du an die Reckstange. So, dann habt ihr alle wenigstens ein bisschen was zu tun, während ich mich um das neue Drehbuch kümmere. Und zwar, wenn wir nochmal einen Science-Fiction-Film drehen, der auch wieder nur zwei... Elektrospike. Der auch wieder nur zwei Einstellungen lang sein wird, aber hoffentlich dann die fünf, die Sterne erreicht, die wir erstellen wollen. Was? Nee, warte mal hier, was ist denn? Hab doch gar nichts eingestellt, genau. Adam Wade, Hauptrolle und John Joe in der Nebenrolle. Wollen wir vielleicht sogar Lindsay in die zweite Nebenrolle, ja. Da haben wir nämlich schon genügend Sterne, um wahrscheinlich mit einem Abwasch das zu machen. Und zwar im Wald machen wir auch wieder was mit Aliens. Können die da auch landen? Das ist, glaube ich, dann nur eine Szene, die genügend hat, um... Komödie mit Blanke ist auch nicht verkehrt. Reicht die vielleicht schon für einen Science-Fiction-Film? Nee, bei weitem nicht. Nee, da brauchen wir schon hier, ne? Dementsprechend die Aliens. Da können wir noch suchen. Alien. Ah ja, Alien-Ankunft. Drei Leute, wir haben drei Schauspieler. Okay, eine Einstellung vorher machen wir schon noch. Das lassen wir nicht nehmen. Alien-Jagd. Ist dasselbe Drehbuch wie vorhin? Hoffentlich fällt es keinem auf. Aber solange wir die Dinger kurz halten, ist das ja gar kein Problem. Zack und zack. Redet Romanze. Hä? Ah ja, Horror, Romanze. Was wolltest du machen? Komödie? Du wolltest eine Komödie drehen? Genau. Dann machen wir das auch. Und zwar... Ja, Komödie mit dir in der Hauptrolle. Du wirst Regie führen, Brand. Und Dane wird neben unserem Topstar spielen und ihm die Show stehlen. Der Schnee ist die Clownsschuhe. Die Clownsschuhe ist ein schöner Titel für eine Komödie. Da gehen wir aufs Schlachtfeld für. Nee, in die Bank. Das, bis wir dann drehen, ist der Neuheitswert wieder höher als 50%. Das müsste hoffentlich gehen. Auf Banane ausrutschen ist immer lustig. Klassiker. Und, wo? Was haben wir jetzt? Genau, die Bank. Noch was Lustiges. Schlange, Transaktion, überraschender Angriff. Gehen. Klinge, schwingen. Aktenkoffer, Stuhl. Nahaufnahme, links, rechts, ruckzuck. Dilemma, Person, Gift trinken. Auftritt, Horror, statisch, Zoom, Abgang. Gruppentreffen, unfähiger Dieb, versagt bei einem Banküberfall. Zack, 2500. Das Buch ist Gold wert. Ach, dauert aber noch, bis wir es realisieren können. Wollt ihr so lange noch proben? Nein. Was ist mit dir? Du wirst Regie führen, deswegen hast du jetzt... Nee, du, Brand, ja. Dane wird mit ihm spielen und die beiden drehen gerade und die oben drei auch. Ja, wunderbar, dann passt das ja alles.
Ich habe wieder den Radiomoderator übertönt. So muss das auch sein. Der hört auch nicht auf zu reden. Ja, natürlich ist das Drehbuch komplett. Was sagst du mir das? Ja, komm, mach mal hier ein bisschen hin. Schneller Vorlauf. Zack, zack, zack. Regie Brent. Was ist mit dir los? Warum hast du keine Arbeit? Ach ja, du wolltest eine Romanze mit ihr drehen. Darfst du auch. Romanze. Ja, da machen wir das kleine Starlet zum großen Star. Das wird unsere Neuentdeckung des Jahres. Die, da machen wir irgendwie so eine Geschichte Traum rum, dass sie von Glaris hier groß entdeckt wurde und, bevor wir aber das Drehbuch schreiben, können wir ja eigentlich, machen, also wir schreiben das Drehbuch und dann gehen wir wieder Kriegsschlacht, ich möchte da nicht wirklich im Krieg sein. Oh, eine Kriegsromanze wäre natürlich auch nicht schlecht. Da brauchen wir aber keine Einleitung, sondern gehen direkt ins Treffen auf dem Schlachtfeld, Abgang tragend. Romantik. Hochzeit ist, glaube ich, immer gut. 5 Leute, wir haben nur eine Darstellerin, brauchen 4 Statisten, die haben wir nicht. Ich glaube, Antrag, es gibt Antrag, oder? Antrag? Ja, romantischer Antrag. Eine Person macht jemand einen Heiratsantrag. Machen wir einfach 2 Anträge. Einmal. Auf dem Schlachtfeld, da kullern nur so die Tränen. Vor Romantik und Liebesgefühl. Sehr schön. Im Hintergrund noch ein paar Schüsse. Aber für die Einleitung machen wir eine klitzekleine kurze Einstellung. Wagen anhalten, um die Production Value hochzusetzen. Ja. Der Wagen hält an. 2 Anträge. Fertig ist das Drehbuch. Während ihr beiden nochmal schön die Romanze probt. Da können wir einen Vorlauf machen. Warum dreht ihr eigentlich noch nicht? Ah ja, jetzt endlich im Wald in unserem neuen Set. Das ist sehr schön. Da sind die Monster, die Alien-Verfolgung und... Oh, ich darf nicht vergessen, die beiden hier im Auge zu behalten. Ja, und da sind sie auch schon fertig. Und wir können unsere Romanze drehen. Ich glaube nicht, dass die 2 Sterne bringen wird, wobei mit unserer mit unseren Talenten hier könnte das vielleicht was werden. Vor allem könnte es was werden, wenn wir allen nochmal mehr Geld geben. Da sind sie glücklich. Und immer mal wieder ein bisschen hoch. Vor allem sehen wir auch, was macht sie unzufrieden. Eigentlich nur ihr Aussehen. Für ihr Aussehen können wir nichts. Wir können nur was für ihr Gehalt, das ist immer oben. Wunderbar. Laboreinrichtung. Oh, jetzt aber Labor. Entzugseinrichtung. Klapprika Trailer. Ja, jetzt sind sie nämlich alle. Dann müssen wir Pause machen. Pause. Ja, jetzt sieht er nämlich alle. Sie sind totunglücklich, weil sie keinen Trailer haben. Von einem Tag auf den anderen. Kaum ist er hier erfunden. Zack. Schon wollen sie alle einen haben. Dazu müssen wir erstmal ein paar bauen. Was war das andere? Das Labor. Genau. Das heißt, Bauzeit. Die Entzugseinrichtung ist auch freigeschaltet worden. Die brauchen wir jetzt noch nicht so dringend. Die kommt aber auf jeden Fall noch. Dies können wir noch nicht zurücksetzen. Das passt. Weg dran. Fertig ist die Laube. So. Machen wir hier. Schön Weg hin. Verbunden ist und da machen wir hier die Trailer. Ne, wir brauchen noch was, ne? Entzugseinrichtung ist, glaube ich, echt eine Fakt. Die ist so klein, die passt dahin. Ja. Endlich was gefunden, was wir dahin bauen können. Weg dran und schöne Verzierung. Noch machen wir ein paar Autos drumherum. Zack, zack, zack. Sieht doch schön aus. Hier brauchen wir auch Autos. Ist hässlich alles. Und vor allem grünen Rasen, aber nicht in diesem seltsamen, nicht in dieser seltsamen Ansicht. So und so. Und so. Genau, die Trailer müssen schnellstens gebaut werden und zugewiesen werden.
Ja, normalerweise habe ich die immer hier. Ja, die lassen wir auch hier. Was ist hier? Labor. Ah ja, genau. Dann können wir hier so rüber immer und sehen, ob es Leute gibt, die für uns arbeiten wollen. Wie zum Beispiel, er hier? Nee, er hat schon Arbeit bei uns. Wir können Trailer hier hinsetzen. Wusste ich gar nicht. Ist ja lustig. Ja, wollen wir natürlich nicht. Wir wollen hier hin praktisch einen Trailerpark aufbauen. Jetzt gucke ich mal, wenn ich Shift gedrückt halte. Behalten wir ihn leider nicht. Weswegen wir immer wieder neu ansetzen müssen. Da kriegen wir drei hin. Das passt. Ja. Zack, zack. Trailer klapprig. Und ja. Wie viele Leute haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh Gott, oh Gott. Wir haben ja einen Starverschleiß. Unglaublich. Vor allem, die Trailer sind jetzt irgendwie kurz in und ruckzuck kriegst du dann die mittleren Trailer, die durchschnittlichen Trailer, die ganz okayen Trailer, die Luxus-Trailer und da muss natürlich wieder jeder seinen eigenen haben. Nee, also wir machen jetzt einmal für jeden so einen klapprigen und später daten wir für unsere Topstars manche ab. Ja, aber nicht für jeden. Also das wäre ein bisschen übertrieben dann. Da können wir uns auch gar nicht leisten. Erstmal hier die neuen, alle neuen fertig. Sieht aus wie beim Kegeln. Ist es auch ein bisschen. Trailer klapprig. Der letzte im Bunde Straßen dran. Da können wir die Pause aufhören. Genau. Sind alle beschäftigt. Also sie sind alle am Drehen. Sehr schön. Hier. Die werden sich so gut wie eh nie drin aufhalten, weil sie ja entweder zum Trinken schicke, zum Essen schicke, an die Reckstange schicke, zum Unterhalten, zum Proben. Ja, eigentlich brauchen sie gar keinen, aber sie ja, sind eigentlich nur darauf aus, anderen sagen zu können, ich habe einen Trailer. Ja, wir müssen hier noch überall Gras verlegen und schöne Autos hinbauen, aber da bleiben jetzt nicht Zeit dazu. Wir müssen Filme veröffentlichen. Elektrospike. 2 Sterne. Jawohl, jetzt ist er noch 3. Wir gucken uns das schon gar nicht mehr an, weil wir ja wissen, dass er wunderbar ist. Was mit dir? Wird momentan gedreht. Was mit dir? Ihr seid fertig und könnt aufnehmen. Ja. Irgendwas ist fertig gebaut worden. Das wird wohl unser Labor gewesen sein. Noch nicht. Was ist denn da fertig gebaut? Die Entzugseinrichtung. Ah ja. Herrgott, dann geht doch mal hier. Ah, die sind alle schon beschäftigt. Einen Trailer bauen. Alter, ich brauche das Labor. Da kommen Laboranten und wollen für uns arbeiten. Wir brauchen jeden Mitarbeiter, den wir kriegen können. Und jeden Vorteil gegenüber den anderen Studios, weil wir dann nämlich tolles Zeug freischalten können, was die anderen Studios noch nicht haben. Die Clownschuhe. Die Clownschuhe. Wissen Sie, die Clownschuhe heißen? Naja. Komm, gib mir 2. Yeah. We've got 2 in the building. Jetzt brauchen wir noch 2 2-Sterne-Filme. Bei der Romanze bin ich mir nicht sicher. Bist du schon so weit, dass du wieder arbeiten kannst? Nee, wofür aber alle bereit seid, ist natürlich Trailer sich anzugucken. Naja, wie ihr meint. Komödie. Es hat tatsächlich geklappt. Wenn sie einen neuen Trailer spendieren, verbessert sich seine Laune. Ja, bevor wir irgendwie weiterarbeiten, müssen wir warten, bis die ersten Trailer fertig sind. Sonst ist mit dem verwöhnten Star-Pack ja nichts anzufangen. Wir werden 6 Wissenschaftler wahrscheinlich bekommen. Arbeitslose, ja, da kommst du. Und geben die alle ins Star-Studio. Arbeitslos, ja, arbeitslos, ja. Und du auch. Ja, wir können nur 4 maximal pro Ding hier einstellen, aber wir können nochmal ein paar in die anderen Forschungsabteilungen schicken. Sehr schön. Die ersten Trailer sind fertig. Da müssen wir Pause machen, um da nicht allzu viel Zeit zu verlieren, wenn ich mich jetzt hier wieder um die Verschönerung unserer Anlage kümmere. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Und jetzt wird es interessant, denn was eben noch ein Spiel war, ist jetzt bitterer Ernst. Da mache ich die Pause raus. Und die Pause raus. So. Und ihr seht hier die Autos, die Verzierungen zeigen dann immer mit einem kleinen Kreis zu dem jeweiligen Trailer und das bedeutet tatsächlich,
Ich drücke gerade Shift, deswegen ist das hier so frei verfügbar. Und das bedeutet tatsächlich, dass je nachdem, wie viele Autos, wie viele Verzierungen da rumstehen, die Trailer auch besser werden. Jetzt schauen wir, dass wir für unsere vier Topstars, vier Top-Trailer, 2, 3, 4, 5, ja, okay, machen wir drei Topstars und so weiter und so fort. Rup. Und den Rest machen wir, spielen wir auch 5 Autos oder auch nur 4. Ja, damit die Leute aus den Top-Kategorien sich auch besser fühlen können, machen wir das hier. Zack, zack, zack. Sieht nicht schön aus, gilt aber so. Wunderbar. Jetzt, was war denn das für ein Geräusch? Nee, du wirst nicht zum Wissenschaftler. Du wirst hier deinen Trailer bekommen. Ja, du auch, wenn du da mal mit Arbeiten fertig bist. Mein Gott. Bekommst du auch noch deinen Trailer. Keine Sorge. Du auch. Du sowieso. Du bekommst einen Trailer. Ah ja, unsere Sternebewertung geht natürlich für alle hoch, weil wir eins der wenigen Filmstudios sind, die jedem von uns einen Trailer spendieren. Was soll denn das? Du hast... Jetzt sag nicht, dass du keinen Trailer... Enttäuscht vom neuen Trailer? Boah. Er ist enttäuscht von seinem neuen Trailer? Ja, stehen halt nur 4 Autos drauf, anstatt 6, aber okay. Alter, nee. Das ist doch echt ein Schauspieler, ich sag's ja immer wieder. Die Leute, die keine Ahnung will, aber eh drauf. Oh, jetzt geht's ihm wieder besser mit seinem neuen Trailer. Das ist ein Pack, sag ich euch. Gibt es noch Trailer, die nicht besetzt sind? Hat jeder einen... Set. Du hast noch keinen, aber das ist auch im Set. Oh je, da sind ja ganz viele Filme, die archiviert werden wollen. Das ist gut, dann haben wir wieder mehr Platz. Forschungspakete sind eine tolle Sache, die von unseren Forschern freigeschaltet werden. Und zwar vor den anderen Filmstudios, hoffe ich doch. Habe jetzt auch die richtigen Filme gerade archiviert und nicht etwa noch unsere Kassenschlager. Nummer 4, Nummer 3, wir brauchen mal Nummer 1 Film. Schaffen wir aber noch nicht. Hier arbeitslos, macht Crew und Schreiberlinge. Ah ne, schmeißt einfach weg. Anyway, jaha, wenn du mal einen Film fertig drehen würdest, dann hätten wir auch Zeit, dir einen Trailer zu geben. Und jetzt leidet der Film unter deiner Starlaune oder was? Ey. Ja, ich hab Zeit. Ich muss ja nur ein Filmstudio gründen und warten, bis du fertig applaudiert hast. Bis der neue Film dann auch mal in die Kinos kommen kann. Aber nö, lass dir ruhig Zeit. Kostet mich nur Geld. Zuweisen, das. Ja, oder da. Ist jetzt auch enttäuscht. So, haben wir jetzt alle. Kein Eigentümer. Irgendjemand hat noch keinen Trailer. Aber alle sind sie glücklich. Wenn ich so nach draußen sehe, ja, gut. Ist das, was? Aber wir sind noch 9 Leute. Sie hat noch keinen. Ja. Der letzte findet auch noch ein Eigentümer. So, jetzt. Der Film kann auch veröffentlicht werden. Unsere Romanze. Wie es gibt keine 2 Sterne. Oh, haha. Üben wir nochmal. Ja, dann machen wir jetzt nochmal 2 garantierte Kassenschlager. Mit euch beiden Stress, den kannst du an der Bar abbauen, indem du mit Lawrence flirtest. Ihr seid doch gut miteinander. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt nicht so entfremdet. Ah ja, wunderbar. Und dasselbe gilt für Adam. Ja, oder sie. Und Simon, die hier sich... die Zeit totschlagen. Und wen gibt's noch? John Joe hat keinen Stress, der arbeitet auch kaum. Und Brand, Jojo und Brand,
die sind ja auch gut miteinander. Wart ihr nicht die Komödienmenschen? Ja, ne? Ich kann mich noch nicht erinnern, weil ihr so ähnlich aussieht. Nee, du kannst gar keine Komödie. Du bist der Komödienmensch. Und du? Machst Sci-Fi. Seltsam. Dann wart ihr beiden das, nicht? Brand und Dane. Ja. Weg mit dir. Und bam. Wofür haben wir dich eigentlich? Science Fiction. Und du kannst auch Science Fiction. Dann würde ich sagen, ihr probt zusammen. Und du kümmerst dich darum, dass deine Skills ein bisschen besser werden. In der Romanze ist... Nee, nicht Komödie. Ist schon, was du da letztes Mal abgeliefert hast, ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Unser Filmstudio erwartet da einen höheren Qualitätsstandard auf jeden Fall. Oh, Stephanie Smallwood, 19 Jahre, tolerant, Hitzkopf, langweilt sich nicht schnell. Du bist erstmal Statistin. Nee, oh Gott, ich habe hier das totale Talent wahrscheinlich verschwendet. Auch Crew, bei der Crew gucke ich immer mal wieder vorbei und schaue, ob es da was Neues gibt. Nee, wo sind die Statisten? Nee, das wäre ja Action-Sci-Fi. Sie kann Sci-Fi, du wirst... Oh, dann haben wir 4 Sci-Fi, Science-Fiction-Schauspieler. Ja, wir haben ja auch 3 Regisseure. Mehr als 3 Filme können wir irgendwie nie groß drehen. Von daher... muss man jetzt halt hier mal ein bisschen... ja, passt alles. Ach Gott, du willst bestimmt einen Trailer haben. Kriegst du aber nicht. Nee, ich baue jetzt keinen neuen Trailer. Hier blinkt was. Was blinkt? Was kann ich noch bauen, was ich noch nicht gebaut habe? Noch ein Trailer? Nee, hier gibt keinen Trailer. Ja, wenn du schon Science Fiction kannst, dann üb das ein bisschen mehr. Mit wem zusammen? Lindsay kann Science Fiction und Romanze. Das ist sehr schön, weil nämlich... Romanze, Romanze, Romanze. Oh Gott, ich bin völlig durcheinander. Deswegen würde ich sagen, ich mache hier eine kurze Pause und sortiere mich mal wieder. Bis dann.